So, jetzt verpacken wir das Geschenk von meinem Göttergarten. Wartet, ich muss es verstecken, weil mein Großer packt mit und ich habe Angst, dass es über meinen Teller geht. Also, was braucht man für die totale Veräpplung? Eine Packung, die so ähnlich ist wie das tatsächliche Geschenk. Andere Geschenke, die man in die Verpackung tut. Willst du das auspacken, mein Schatz? Ja. Okay. Ja, mega, ne? Und die haben angeblich sogar, und das ist keine Werbung, ich habe die selber gekauft, eine Anti-Loch-Garantie. Und die kommen in diese Verpackung. Dann haben wir noch ein anderes großes extra Geschenk, womit wir überhaupt erstmal starten, ne? Und es bedarf ganz viele verschiedene Kartons, damit es schön lustig wird. Und ein paar Leute, die mithelfen. Was haben wir da? Ein wunderschönes Polo-Hemd oder T-Shirt von Papas Lieblingsmarke. So, sollen wir uns das mal anschauen? Zeig mal, was hast du da? Sorry. Ach, schön. Wird ihm gefallen, ne? Sieht gut aus. So, dann brauchen wir noch Geschenkpapier, ein paar Schnipsel, wo man draufschreiben kann. Und ich habe jetzt hier noch diese Schatzkisten. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Und natürlich Klebestreifen und eine Schere. Diese Socken kommen hier rein in die Verpackung. Da muss das verpackt werden, weil ihr sollt ja denken, dass das das Handy ist. Und die werden schön gestopft. Ja. So, hier kommt dann, manchmal steckt in Socken mehr als man denkt. Das gehört zum Pullover. Ich sagte Pullover, ich meine T-Shirt, also ich meine das. Ich schneide das hier aus. Manchmal steckt in Socken mehr als man denkt. So, ich falte es, damit die Schrift nicht abfärbt auf das T-Shirt. Ein bisschen Glitzer im T-Shirt. So, und dann tue ich das hier rein. Und da steht dann, manchmal steckt in Socken mehr als man denkt. In diese Socken kommt jetzt der nächste Hinweis. Ich verrate ihn euch gleich. Du bist mein größter Schatz, doch findest du auch den Schatz von unserem Großen. Und das ist der Schatz von unserem Großen. Und das ist die Schatzkiste von unserer Hochzeit. Und es geht weiter. Dann noch mal abschrecken. Safe, wesentlich besser. Jetzt gilt es, das gut zu verstecken.